Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia mit Töten. Ja. Boah, guter Anfang. In der letzten Folge haben wir uns um einige verlorenen Schatztruhen hier gekümmert und den Zettel, den kann ich direkt schon wieder wegschmeißen. Oh, voll gelandet. Jedenfalls, wir haben hier noch eine Quest entdeckt in Jeanne-d'Ou. Puh, bin ich fertig? Diese Ladung sieht ziemlich schwer aus. Das sind alles Bücher und ja, sie sind wirklich schwer. Wer hätte gedacht, dass Papier so schwer sein kann? Aber wenn ihr mir vielleicht, wenn ihr mir welche abkaufen würdet, würde meine Last gleich leichter werden. Was sind das für Bücher? Oh, ich habe viele seltene Fundstücke. Wie diese erste Ausgabe der Chroniken von Kresnik. Für dieses Exemplar bekommt man bei einer Auktion leicht 5 Millionen Gold. Dann haben wir hier das legendäre Buch der Kampftaktiken des berühmten Ilbert, des Dirigenten, mit dem Titel der vollendeten Taktiker. Nicht nur das, es ist eine limitierte Auflage, die eine Ergänzungsband mit Gedichten des Dirigenten enthält, und zwar mit dem Titel Schreie der Liebe. Gedichte des Dirigenten? Schreie der Liebe? Wie ist das denn auf den Markt gekommen? Ist hiermit gekauft. Vielen Dank. Moment mal. Wir haben sicher alle verrückten Dinge in unserer Jugend gemacht, für die wir uns heute schämen würden. Sollen wir als Erwachsene solche Dinge nicht lieber ignorieren, um anderen peinlichen Situationen zu sparen? So wie mir? Was ist denn mit Rowan los? Ich schäme mich, es zu sagen, aber jetzt will ich es umso mehr lesen. Wahrscheinlich zeigt das nur, dass ich noch ein Kind bin. Ich finde, es wäre eine Schande, wenn du diese gesunde jugendliche Neugier ignorieren würdest, um Erwachsener werden zu. Um erwachsener zu wirken, als du bist. Wahre Männer halten in ihrer kindlichen Neugier fest, solange sie können. Deswegen werde ich meine Neugier mit diesen extra Ausgabe von Rowans Meisterwerk befriedigen. Das finde ich gut. Wie grausam. Oh nein, es tut mir so leid, das Buch wurde bereits an einen anderen Käufer verkauft. Jemand aus Sheraton, der bereits die gesamte Summe bezahlt hat. Du meine Güte, das war knapp. Och nein, ihr habt mir das Herz gebrochen. Es tut mir so leid, vielleicht kann ich euch als Entschädigung dieses kostenlose Exemplar anbieten. Es ist ein ebenso seltenes Kleinod. Viel Spaß beim Lesen. Okay. Was ist das? Sieht aus wie ein Long-Dao-Wörterbuch vom großen Clan von Ao Jewel. Das ist dieselbe Sprache, die Wingull nach den Verwandlungen in einen Super Saiyajin durch den Verstärker benutzt hat. Das war Long Dao? Diese Buchhändlerin scheint uns eingelegt zu haben. Wenn es ein so großer Clan ist, warum sollte ein Wörterbuch ihrer Sprache denn selten sein? Sie hätte damit gar nicht mal so Unrecht. Der Long Dao-Clan operierte unter einem dualen Kastensystem. Die höheren und niederen Kasten waren nicht nur durch politische Macht getrennt, sondern auch durch kulturelle Unterschiede. Sogar innerhalb der niederen Kaste durften nur wenige Adlige höheren Ranges die Sprache des Clans sprechen. Dieses Privileg war der Elite vorbehalten. Hallo heißt Anna Lui. Bitte vergebt mir, heißt Hiding nun. Linguistik ist sie einfach nicht meine Stärke. Ich studiere Long Dao während meiner Zeit beim Militär, aber es reicht gerade mal für ein einfaches Gespräch. Und was hat Winkel gesagt? Ich wünschte, ich wüsste es. Leider weiß ich nicht einmal, ob ich ihn überhaupt richtig verstanden habe. Es scheint ziemlich schwer zu sein. Vielleicht können wir eure Erinnerung auf die Sprünge helfen. Jude, wie würde man Schrei der Liebe auf Long Dao sagen? Nur meine Güte, ich war mir so sicher, erfolgreich das Thema gewechselt zu haben. Mal sehen, Schreie, Schreie. Das braucht ihr nicht, wirklich nicht nachzusehen. Erlangt, Long Dao Wörterbuch. Kann ich das nachgucken? Anscheinend nicht, okay. Was soll's? Was hat wohl Ron in dieses Buch geschrieben? Das interessiert mich jetzt auch. Wir gehen irgendwann mal nach Sheraton und gucken mal nach. Aber erst wollen wir mal zur Strom-Dingenskirchen. Wie ist das nochmal? Stromtalwiese. Ja. Und er wartet hier, na klar. So, erstmal tun wir natürlich hier alles. Ja, sagen wir mal griefen. Wie stark sind die Gegner hier? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ich komme bei Level 90.
40. Was wollt ihr denn? Oh nein, was bist du denn? Slenderman. Das ist Slenderman. Schwarzer Körper, weißes Gesicht. Zack. So, da ich mit ihr nichts anderes machen kann, weiter. Puff Klinge. Puff, puff. Schöne Grüße an Dragon Quest. Mein Gott, 13.000. Was? Gentleman. Ach so, ich dachte jetzt wirklich, ich hätte Slenderman gelesen. Aua. Ach du Kacke. Mann. Okay, wir sind hier auch definitiv zu früh. Und der ist immer noch nicht tot. Was soll das denn? Ey, ich knüppel die ganze Zeit auf den, ne? Und der ist immer noch am Leben. Navi-Metall, was? Ich habe die ganze Zeit auf den drauf geknüppelt und der überlebt das die ganze Zeit. So, machen wir hier ein bisschen kalt. So, ob ich hier weiterkämpfe, ist eine andere Frage. Basilikum, Brand. Also hat Gefühl, wir müssen sowieso irgendwann hin. Müssen wir ja, sonst wäre irgendwie Verschwendung. So, aber hier ist der Bluder irgendwo. Das dürfen wir natürlich nicht vergessen. Was bist du denn? Ein Ast, der aus dem Boden wächst. Na klar. Und ein Beutel. Und da hinten ist was Glänzendes. Rahmschwarze Federn. Geil. Ich brauche noch ungefähr 50, wenn ich mich nicht irre. Ach. Monsterflüssigkeit. Sieht irgendwie interessant aus hier. Wieso hat sich der Bruder ausgerechnet hierhin verirrt? Oh, hi. Ich muss schon sagen, das sah so aus, als wäre hier was. Upsala. Ich hoffe, das hat man nicht gehört. Ich hoffe es wirklich. Na gut. Oh, da habe ich jetzt irgendwie Erinnerung an Tales of the Abyss. Ja, wenn ihr so viel Kraft macht, dann könntet ihr eine Lawine auslösen. Hopsala! Da, was machst du da, Jade? Ah! Das war auch geil. Hätte ich gern mal eine synchronisierte Version gehört. In Englisch. So, jedenfalls. Was soll ich mal gegen einen von denen kämpfen? Macht mich bestimmt platt. Nach allen Regeln der Kunst. Und da ist irgendwas Grünes. Ich glaube, da wartet unser Bruder. Aus, ja. Oh, da ist er. Joe, da ist ein toter Mann am Boden. Was bekommt der denn hier? Na, was hockst du denn hier so? Was? Meine Schwester hat euch geschickt, um nach mir zu suchen? Hahaha, sie übertreibt es wirklich ein bisschen. Ich bin nur einen kurzen Spaziergang gegangen. Ich habe den Laden nur für einen halben Tag verlassen. Nun ja, ich sollte dann wohl lieber nach Hause zurückkehren. Meine Familie wird sicher wütend auf mich sein. Ach ja, das hier ist für eure Mühen. Das ist nur etwas, das ich auf dem Weg aufgelesen habe. Frucht des großen Baumes. Okay. Mehr ist ja nicht... Okay, Frucht des großen Baumes. Eine seltene Frucht, die alle paar tausend Jahre vor einem sagenumwobenen Baum hervorgebracht wird. Xagot Stromsteil. Stromtalwiese. Dingenskirchen. Hier soll ich, glaube ich, noch gar nicht hin, aber hier geht es gleich sowieso nicht weiter. Okay. Haben wir schon mal illegal hier einige Orte erkundet? Kein Ding. Jetzt kommt ihr gleich voll der Boss und macht uns fertig. Ich habe ja gehört, das Spiel soll angeblich sehr kurz sein. Laut einigen Berichten. Dass 30 Stunden so der Durchschnitt sind. Ich spiele jetzt gerade 30 Stunden. Ich habe noch nicht mal das Gefühl, dass ich an die Hälfte des Spiels angelangt bin. Jetzt mal ganz ehrlich. Ist ja genau deswegen gebe ich mir nichts auf solche Reviews. Da gucke ich mir lieber irgendwie so... ein paar Trailer oder Gameplay-Videos an, was weiß ich. Da siehst du da ein, zwei Sachen von den Dingern, aber... Na und?
Ich meine, ich kannte auch jeden Charakter hier vom Namen, ehrlich gesagt. Also jeden Hauptcharakter. Also dieser schwarzhaarige Typ, der Gaius, den kannte ich zum Beispiel nicht. Aber ich kannte hier Jude und Mila und so weiter und so fort. Ja, und dann kannte ich die halt beim Namen noch. Trotzdem wusste ich nichts über die. Ja, okay, ich wusste, dass Jude hier Mediziner ist und Mila hier Herrin der Geister. Wollte ich gerade sagen. Ja, aber dafür wusste ich hier nicht, dass Roni ein Butler ist oder dass Elvin ein Söldner ist und so weiter und so fort. Oder ein verdammter Verräter. Wie man in den letzten Parts natürlich mitbekommen hat, aber naja. So, hui, da glänzt was. Ich laufe jetzt eigentlich hier nur durch die Gegend, um Müll einzusammeln. Ja, okay, den Müllbaum, um bessere Waffen und so zu bekommen, aber Müll halt, ja. Und da kommen wir. Oh, da kommen wir irgendwie zu einem bekannten Ort zurück. Aber wo? So, hui. Ist hier irgendwas? Oh, hi. Vielleicht finden wir ja. Ey, davon habe ich gerade eins bekommen. Ich dachte, ich hätte was Besonderes bekommen. Next. Na gut. Eigentlich müsste ich ja schon viel zu stark sein. Moment. Wenn ich es mit den Gegnern hier schon aufnehmen kann. Spiel ist auch irgendwie in letzter Zeit ganz schön einfach. Wenn das noch einfacher bleibt, dann werde ich irgendwann vielleicht den Schwierigkeitsgrad hochstellen. Was bist du denn? Du siehst irgendwie nicht. Warte mal, kann es vielleicht sein, dass du. Was hast du da am Schwanz? Bist du vielleicht eins von diesen sechs Monstern oder so? Soll ich auf das Viech losgehen? Jetzt komm mal her. Okay. Kann ich flüchten? Okay. Was bist du? Du hast 100.000 HP und bist ein Boss, du bist Level 58. Und jetzt ist es weg. Was? Ich jetzt wieder da? Ja. Gott. Lass mich ran, das ist eins von diesen sechs Viecher mit den Waffen im Körper. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Boah, habt ihr gesehen, wie viel er abgezogen hat? Das tat voll weh. Mann. Lass mich raten, jede Waffe, also jedes Monster hat ganz zufällig eine Waffe, was unsere Hauptcharaktere ausrüsten können, ne? So ist es doch. Boah, aber das Viech, Level 58. Damit einen Schlag 1300 abgezogen, hallo? Wie soll ich den denn besiegen? Jetzt? Da müsste ich ja noch, keine Ahnung, ein paar Stunden spielen. Boah. Das schluck ich noch glatt auf. Na gut. Merke, hier gibt es ein voll starkes Monster, das wir vielleicht plätten können irgendwann. Aber wenn er schon jetzt 1.000 mit einem Schlag abgezogen hat, mein Gott, dann müssen wir ja noch voll viel trainieren. So, wir haben jetzt 30 Stunden gebraucht, um alle Charaktere auf Level Level 30 zu bekommen. Nochmal 30 Stunden, nochmal 30 Level. Hallo, ich glaube nicht, dass das Spiel nur 30 Stunden dauert. So, aber wir sind gerade am Ende angelangt. Und ich würde sagen, im nächsten Part erkunden wir den Rest von diesen Stromtalwiesen hier. Also, bis später. Oder bis morgen. Oder keine Ahnung. Tschüss.